Wie bin ich zu meinem Vortrag gekommen? Ihr müsst euch vorstellen, ich hasse vor Menschen zu reden. Und bei der 15-Jahres-Feier haben sie dann auch, habe ich gesagt, wenn es mich hält, fahre ich heim, ich sage nichts. Und dann haben sie mich trotzdem aufgeholt. Und ohne dass ich Hallo gesagt habe, ich habe wirklich nicht einmal Hallo gesagt, bin ich wieder runtergegangen. Und dann habe ich mir geschworen, das kann es nicht sein, dass ich so feig bin. Ja? Darum sollte man tagtäglich oft aus unserer Sicherheitszone ausgehen. So, was glaubt ihr, sind die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens oder bei euch? Ich sage euch, warum wir erfolgreich geworden sind, und das hat einen Namen, und das sind meine Mitarbeiter. Und wisst ihr, warum das der Jauke erfolgreich ist? Der hat auch einen Namen, und das hat ihr. Genauso wie der Max gesagt hat, wir wollen nicht die reichsten Menschen auf dem Friedhof sein, weil das bringt ja nichts. Und alles, was du gibst, kriegst du zurück im Leben. Schaut, dass ihr mit Menschen kommuniziert, interessiert euch für andere Menschen und seid dankbar. Und das spürt jeder Mensch. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hat mich viel gefreut, und ich hoffe, wir sehen uns noch öfter. Dankeschön.